Willkommen zurück bei Fußballprofi werden, heute mit einer weiteren Ausgabe des 1x1 des Fußballs und das Thema ist Lernbereitschaft. Wer unsere Seite vielleicht schon seit ein paar Wochen oder Monaten folgt, weiß, dass wir in der letzten Zeit mit vielen Experten, sei es Trainer, Spieler oder auch Managern, Präsidenten, allen Experten rund um den Bereich Fußball zu tun hatten. Und ein Thema, was in den Interviews und auch in den Gesprächen abseits der Kamera immer wieder kam, war die Lernbereitschaft. Wir mit Fußballprofi werden haben uns ja zur Aufgabe gemacht, euch jungen Talenten, die gerne Fußballprofi werden möchten, zu helfen. Und unserer Meinung nach ist die Lernbereitschaft da sehr, sehr wichtig. Denn wir haben selbst immer wieder Spieler erlebt und auch die Experten, mit denen wir gesprochen haben, haben viele Spieler erlebt, die an einem gewissen Punkt aufgehört haben, weiter zu lernen. Die dachten, sie sind vielleicht schon wer, sie müssen nicht mehr so viel und sie wurden aber dann von anderen Spielern, die vielleicht nicht so viel Talent hatten, überholt. Warum? Weil die anderen Spieler immer weiter gelernt haben. Sie haben immer wieder Fehler gemacht. Das ist auch sehr, sehr wichtig bei der Lernbereitschaft. Es gehören Fehler einfach dazu. Egal wo im Leben, Fehler bringen dich weiter. Aber nur dann, wenn du aus ihnen lernst. Einen Fehler zweimal zu machen, ist dumm. Aber wenn du einen Fehler einmal machst und du lernst dann daraus für die Zukunft, machst es dann besser, dann sind Fehler sogar wichtig und helfen dir, erfolgreich zu werden. Das bedeutet für uns Lernbereitschaft, hol dir Tipps von anderen Leuten, die sich wirklich auskennen in dem Bereich. Hol dir Feedback ein von deinen Eltern, von deinen Freunden. Wir hatten das letzte Mal im Video. Hol dir das Feedback von anderen Leuten, damit du dich besser einschätzen kannst und auch wieder weiter lernst, wo du dich noch verbessern kannst. Und als letztes, mache Fehler. Du musst Fehler machen, egal in welchem Bereich im Leben. Ob es in der Schule ist, ob es im Beruf ist, ob es jetzt im Fußball ist. Überall wirst du Fehler machen. Aber es ist kein Problem, wenn du aus ihnen lernst und für die Zukunft stärker wirst.